muss Ihnen ja, liebe Zuschauer, echt mal sagen, ich liebe ja solche K.O.-Duelle. Es geht einfach um alles. Egal, wer und was da auf dem Platz steht. Jeder weiß ja auch, wir wollen unbedingt weiterkommen ins Halbfinale. Am liebsten natürlich wollen sie alle ins Finale. Aber es können eben nur zwei Mannschaften das Endspiel. Umso angespannt, umso freudiger bin ich schon vor die... Er versucht. Schöner Versuch. Trotzdem kein Tor. Sie versuchen, das Spiel breit zu machen. Und das machen sie auch richtig. Und die Chancen, die sie sich erarbeiten, geben ihnen ja recht. Aber irgendwann müssen sie die Dinger reinmachen. Sucht seinen Mitspieler. Ab nach vorn und hoffen. Schon draußen. Und ein weiterer Einwurf. Den holen sie sich zurück. Gut aufgepasst. Versucht den Pass da durch die Gasse. Es gibt Freistoß und das auch zu Recht. Kopfball. Willems. Zweiter Ball für ihn. Viel zu weit am Tor vorbei. Frei vor dem Tor. Freier vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor. Der macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Sucht die Lücke. Sind auf beiden Seiten viel zu viele leichte Ballverluste. Müller versucht die Gasse zu finden. Einfach mal weggedroschen. Hier kommt er. Da ist die Chance. Ganz beschlagener Schuss. Sebe. Sucht die Lücke. Bald über der Linie Einwurf. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Mal rausgedroschen. Sie stehen jetzt richtig unter Druck. Das ist sehr anständiges Pressing. Der Ball kommt ins Zentrum. Gefahr fürs erste Gewand. Ui, das ist, er trifft ihn. Was für ein Tor! Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbeln. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Thank you.
seinen Mitspieler. So jagt man heute den Ball. Die Tür ist zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig unter Zugzwang. Und das andere Team, das kann jetzt den Vorsprung fast genüsslich noch. Da ist die Möglichkeit. Gute Aktion des Torwarts. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Ja, der war richtig. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schneller, vor allem mit der guten Übersicht von ihm. Und ein Schuss! Ganz in die Kiste, trotzdem jetzt nicht vorbei. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Es geht über die rechte Seite. Ist körperlich einfach unterlegen. Müller. Man kann sich schon mal den Ball so lange hin und her schieben, aber irgendwann braucht es auch mal was Produktives. Und jetzt aber. Und jetzt zieht er. Ja, schön gehalten. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Willems. Der kennt da nichts und geht voll rein. Und der Einzelfeld. Wie schätzt du denn den ersten Durchgang zu haben? Ein Gegentor tut weh, zwei Gegentore tun doppelt weh. Dieser Doppelschlag hat vielleicht schon das Spiel entschieden, wenn die in der zweiten Halbzeit nicht entscheidend zurückkommen. Mit einem 2:0 geht's in die Pause. Ja, der Ball, der rollt schon wieder. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Er treibt das Spiel voran. Schau, er hält drauf. Und der Konter läuft. Müller. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Versucht die Gasse zu finden. Den hat er. Ja, der war draußen, so mit Einwurf. Frankfurt. Jetzt also mit dem Wechsel. Soll hier zweifellos etwas mehr Tempo ins Spiel bringen. So einen Mann, der in der Offensive immer das 1 gegen 1 sucht, kannst du immer gebrauchen. Willems. Kostic. Er hat ihn einfach stehen lassen. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß.
man in eine zweite Hälfte nicht starten. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Und damit brauchen sie nur noch eins. Also wer gedacht hat, die Jungs sind besiegt, die kommen nicht mehr zurück, deswegen schießt sie das Tor. Unkontrolliert. Wie frei bitte schön will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Der kommt durch. Spielt ihn gut raus. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Sie brauchen jetzt mehr solche Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Schuss. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn sie hier noch etwas erreichen wollen, oder Hansi? Das sehe ich ganz genauso. Seitenlinie tut sich was, sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Und damit sind sie jetzt schon zwei vor. Damit haben wir jetzt... Ja, gar keine Frage, das war faul, also Freistoß. Und natürlich gibt es hier eine Karte. Wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich ihm hinterher diese Situation 10-mal zur Strafe vorspielen und ihm immer wieder die Frage stellen. Sag mal, was wolltest du da eigentlich? Versucht den Pass da durch die Gasse. Und der Ball kommt durch. Jetzt. Und drin ist er. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Kurz, prägnant und mit chirurgischer Präzision. Und das innerhalb weniger Sekunden. Das ist Konterfußball in Vollendung. Rüberverlagert auf den Flügel und danach der Rest nur noch Formsache. Das ging für den Gegner einfach zu schnell. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Der Torschütze wird jetzt vom Feld genommen. Er geht vom Platz und Sie hören es, es gibt eine Menge Applaus für ihn. Die Fans sind einverstanden mit dem, was er heute angeboten hat. Es sieht ganz so nach aus, als wäre die Partie entschieden. Das ist schlitzohrig. Frankfurt ist direkt wieder im Ballbesitz.
Kostic. Hasebe. Kostic. Ehrlich gesagt hätte ich mir auch nur schwer vorstellen können, dass Davos tatsächlich passiert. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, nutze die Chance. Also ich würde an seiner Stelle fragen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich. Jetzt aber. Das wird nichts. Weit vorbei. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Sucht Fall. Seinen Mitspieler. Vorsprung ausruhen würden. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wird wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Und dann steht der Gegenspieler so frei vor den Kassen. Sie setzen hier noch eine drauf. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Spielende. Nur noch wenige und die Möglichkeit. Verfehlt links sein Ziel. Da kommt er dribbeln durch die Mitte zum Abschluss. Das darf eigentlich nicht passieren. Hasebe. Physisch enorm präsent. Jonathan de Guzman. Langer Abschlag vom Keeper. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gerade noch so geklärt. Oh Mann, das war wirklich sehr, sehr knapp. Damit also sind sie unter den letzten vier. Die Trophäe ist zum Greifen nah. Hansi, komm, deine Einschätzung. Der Trainer hat die richtige Strategie gewählt. Immer die Außenkorb, weil die gegnerische Zentralverteidigung stark ist. Das Flügelspiel ist nun mal ihre Stärke und bis zum Ende haben sie genau an diesen
willkommen, liebe Zuschauer, zu einem hoffentlich sehr großartigen Fußballspiel. Die Fans hier, die machen schon richtig Bambule. Hoffentlich hält auch das Wetter, denn es ist ja Regen vorhergesagt, der möglicherweise das Spiel in einer gewissen Form auch verändern kann. Auf jeden Fall mit beeinflussen kann. Je nachdem, wer mit dem Regen dann besser zurechtkommt, mit dem tiefer werdenden Rasen, der scheint hier dann womöglich auch die besseren Chancen zu haben auf einen Erfolg. Es ist ein so tolles Stadion mit so viel Flair, der perfekte Rahmen für jeden Kicker. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Sucht die Lücke. Jetzt könnte was gehen. Gute Ballzirkulation, was wohl als nächstes kommt. Der kommt weit nach vorne. Dortmund ist direkt wieder im Ballbesitz. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und setzt sich trotzdem durch. Gebannt. Philipp versucht den Pass da durch die Gasse. Schon läuft der Gegenangriff. Sie haben offensichtlich vor, Räume zu schaffen. Die Spieler aus dem Zentrum versuchen, draußen einen oder zwei Verteidiger zu bieten. Ah, verstehe, das ging also der ganze Laufaufwand. Genau so sieht's aus. Sie wollen den Gegner ködern, raus auf die Flügel locken, damit die eigenen Leute im Zentrum leichter spielen. Sucht seine Mitspieler. Versucht die Gasse zu finden. Er geht zum Torhüter. Langer Abschlag vom Keeper. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Sucht die Lücke. So jagt man heute den Ball. Sucht seinen Mitspieler. Und der Punkt geht einfach hinten raus. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Bin mir ziemlich sicher, dass er es versuchen wird, den nach innen zu flanken. Und da rappelt's. Stark, wie er da noch drankommt. Ein tolles Tor. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position. Und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig, mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Neuer Spielstand 1:0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Kommt er daran? Lukas Piszczek, der zum ersten Mal seit mehreren Spielen wieder in der Startformation steht. Ja, das muss man schon abweichen. Lukas Piszczek. Sehr guter Spielzug auf der linken Bahn. Da könnte sich was entwickeln. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine. Ganz abgebrüht.
versucht die Gasse zu finden. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Und ein Schuss. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Das ist ein Foul. Wird er es direkt versuchen? Ein weiteres Tor muss der Gegner um jeden Preis vermeiden. Und er hält drauf. Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Rode. Seinen Mitspieler. Jetzt ist Übersicht gefragt. Nee, den verliert er. Spitzer. Und der kommt durch. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Wunderbarer Einsatz. Ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation. Definitiv keine Selbstverständlichkeit. Keita versucht da durchzustecken. Und weg ist er. Das ist die Möglichkeit. Gut gehalten von Keita. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Ein Treffer trennt die beiden Mannschaften bis hierhin. Durchgang 2 ist schon im Gange. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Spielstand. Ab dafür. Der Befreiungsschlag. Einfach mal rausgedroschen. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Mit der Grätsche. Keita. Es geht über die rechte Seite. Versucht den Pass da durch die Gasse. Lukas Piszczek hat die Kugel und er hat Platz. Geschnuppert. Da wird viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. In Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Raus auf die linke Bahn. Shinji Kagawa. Diesmal
Ball weit nach vorne geschlagen. Finde die richtige. Bitter für den Torschützen, keine Frage, weil der natürlich schon unterwegs war zum Jubeln und dann zurückgepfiffen wurde. Die Entscheidung kam spät, aber sie war richtig. Ein kurzer Moment der Ungewissheit, aber letztendlich die richtige Entscheidung. Sucht seinen Mitspieler und er bezieht clever seinen Keeper. Was für ein Fehler! Bis hierhin. Deine Einschätzung an Sie? Na prima, beim Blick auf die Hand. Ja, das gibt Freistoß. Dortmund, schon mit zweimal Gelb. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Er ist da, wenn Sie ihn brauchen. Sucht die Lücke. Der kommt tatsächlich durch. Er zieht in Richtung Tor. Erstmal weg aus dem gefährlichen Ball. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt's nicht mehr. Und er hat alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Lang und weit gespielt. Und der Konter läuft. Gut gesehen. Und Philipp geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Überzahl herzustellen. Vielleicht noch allein vor dem Tor. Gefährlich. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Er versucht's. Jetzt ist er drin. Damit machen sie einen Riesensatz in Richtung Erfolgserlebnis. Perfekt platziert. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig. Riesig. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Toprak. Rode. Rüber nach rechts. Will ihn da durchstecken. Da stehen sie wirklich stabil. Er trifft ihn. Das ist ein richtiger Schuss. Seinen Mitspieler. Der Ball fliegt in Richtung Zentrum. Kagawa versucht da durchzustecken.
hat ihn einfach stehen lassen. Perfekt antizipiert. Shinji Kagawa mit Feeling schießt ihn aufs Tor. Und der Torwart hat ihn. Und er muss. Und da ist der Schlusspfiff. Es war ein toller Sieg heute. Damit dürfte auch der sonst so anspruchsvolle Trainer einverstanden sein. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Sie stehen kompakt, sie sind solide, sie stehen sicher, wenn du selbst dann noch triffst. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir berichten live vom Halbfinale. Atmosphäre, die ist schon gigantisch. Und wie wir hörten, treten beide Teams in Bestbesetzung an. Also keine neuen Verletzungssorgen, keine angeschlagenen Spieler. Das kann hier wirklich ein Showdown werden. Die Erwartungshaltung, die steht bei beiden fest, denn sie glauben, dass sie das Finale tatsächlich und am Ende die Trophäe in den Himmel strecken können. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Es ist nicht mehr so weit bis ins Finale. Wir freuen uns auf ein dramatisches Duell. Und es ist vor allem ein Prestigeduell. Und Prestigeduell bedeutet immer, du spielst auch für deine Fans. In den Kurven gilt hier und heute verlieren verboten. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Sucht die Lücke. Einfach mal nach vorne gedroschen. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Sucht seinen Mitspieler. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Schießt ihn aufs Tor. Und er hat den Ball gehalten, aber er. Ja, da hat er ihn erwischt. Langer Abschlag vom Keeper. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Versucht da durchzustecken. Will ihn da durchstecken. Da fängt er den Ball. Jetzt ist Übersicht gefragt. Versucht den Pass da durch die Gasse. Er zieht in Richtung das. Da ist die Möglichkeit. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Er hält drauf. Einfach mal rausgedroschen. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschützt.
Lukas Piszczek sucht die Lücke. Mario Götze hat die Kugel und da kommt der Schuss. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Dortmund schiebt die eigenen Offensiven aber weit raus auf die Flügel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich als Trainer das genauso machen würde. Nee, warum nicht? Naja, er ist nun mal ein richtig gefährlicher Stürmer, wenn er vor dem Tor steht. Und deswegen sollte er auch vor dem Tor. Eigentliche Effektivität, die erlebt er nur als Strafraumstürmer. Versucht die Gasse zu finden. Und die Schusschance. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Rode. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Sucht seinen Mitspieler. Er findet Philipp. Sucht die Lücke. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Jetzt allein vor dem Torwart. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Und ein weiterer Einwurf. Versucht den Pass da durch die Gasse. Und die Hereingabe. Er kann auch froh sein, dass er den Ball bekommen hat. Und weg ist er. Sucht seine Mitspieler. Die probiert's. Einfach nach vorne geschlagen. Jetzt ist was möglich. Versucht die Gasse zu finden. Er bringt die Flanke. Gefahr vorerst gebannt. Und wieder versucht er es. Und er ist zur Stelle. Philipp zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein. Ja, das muss man schon abpfeifen. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du eine Karte. Müssen wir mal gucken, ob er da einen Zuschauer angeschossen hat. Treiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vor? Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Nutze die. Der Ball findet tatsächlich den Weg ins Tor. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff dieser Paukenschlag. Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Ich kann mir vorstellen, das war's mit den ersten 45 Minuten in diesem Halbfinale. Wie schätzt du den ersten Durchgang so ein? Sie haben genau das gemacht, was sie auf jeden Fall vermeiden wollten. Und da haben sie sich dumm angestellt. Sie sind überflüssigerweise in diesen Konter gegen ein bärenstarkes Konterteam hineingelaufen. Mit einem 1:0 geht's also in die Pause. Hälfte 2 läuft schon. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Exzellent den Fuß in die Tür bekommen. Und der Konter läuft. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Der Torhüter haut ihn weit raus.
physisch in Form. Wir sind. Mario Götze. Jetzt könnte was gehen. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Keita. Am Ende wurden sie vom Gegner eingeschnürt und fanden keinen Ausweg mehr. Eine sehr gute Verteidigung. Rode. Die Führung ist nach wie vor denkbar knapp. Schon läuft der Gegenangriff. Keita mit der Grätsche. Raus auf die linke Bank. Ein schickes Zusammenspiel. Die große Spiel gehabt. Da müssen sie aufpassen. Ein ganz wichtiges Tackle. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl. Aber hier war es definitiv die einzige Option. Einfach mal weggedroschen. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Rafael Guerrero. Ab auf die linke Seite. Sie wollten jetzt mehr solche Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Sie müssen jetzt so langsam aber sicher alles nach vorne werfen, wenn sie hier noch etwas erreichen wollen, oder? 100%ige Zustimmung meinerseits. Er kann das nicht lösen. Ab auf die Außen. Den hat er. Er hat ihn einfach stehen lassen. Die Chance. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Sucht seinen Mitspieler. Er flankt. Ja, die wissen ganz genau, der Gegner ist gefährlich bei hohen Flanken. Deswegen ziehen sie ihre Kräfte im Zentrum zusammen. Also sowas wie eine knackige Abwehrwand. Ja, definitiv, aber das hat natürlich auch den Nachteil, dass du an gewissen Orten des Spielfeldes halt personelle Unterlegenheit hast. Damit kannst du einen Gegner auch stark machen, so wie die spielen. Das wäre für mich eher die Strategie für die letzten Spielminuten. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Versucht den Pass da durch die Gasse. Das hat gut geklappt. Und er bringt ihn rein. Einfach mal nach vorne. Spielt einfach ideenlos im Moment. Er zieht durch. Das war klar. Gut gemacht. Sie bringen jetzt ihren letzten Einwechselspieler. Soll hier zweifellos etwas mehr Tempo ins Spiel bringen. So einen Mann, der in der Offensive immer das 1 gegen 1 sucht, kannst du immer gebrauchen. Keita. Die stehen da hinten so bockstark. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen.
Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Er trifft. Damit machen sie einen Riesensatz in Richtung Erfolgserlebnis. Sie haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Die Fans haben natürlich allerbeste Stimmung. Die wissen ganz genau, hier und heute kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und weg ist er. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Lukas Piszczek. Mit dem guten, langen Schlag. Und jetzt könnte es wirklich noch turbulent werden hinten raus. Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Und damit Bühne frei für eine hoffnungslose Schlussphase. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Sucht die Lücke. Auf die linke Bahn. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Der Jubel in und um das Stadion herum ist grenzenlos. Jetzt sind es noch 90 Minuten bis zum großen Triumph. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Sie stehen im Spiel und jetzt heißt es natürlich weitermachen. Wir sind wieder live drauf und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt waren es tatsächlich nur noch 8. Viertelfinaltag. Wieder mal Nerven aufreiben. Da bin ich mir sicher, ich lebe ja solche K.O.-Duelle. Alles ist möglich, die Mannschaften zum Eis hier auf Augenhöhe. Jeder will irgendwie ins Halbfinale und will natürlich am Ende der Saison den ganz großen Titel. Wirklich eine Augenweite dieses Stadion. Jetzt gilt es, da
Das Halbfinale, es winkt. Enorme Spannung hier vor. Haben ihre Fangemeinden stolz gemacht. Jetzt geht es darum, im direkten Duell das Ganze zu vergolden. Die Partie hat schon begonnen. Deine subjektive Einschätzung an Sie. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Er hat sich in den Fokus der Fußball-Weltöffentlichkeit katapultiert. James Rodriguez ist ein... James Rodriguez! Alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Kurz ausgeführt. Ab in den 16er damit. Und er ist in der Luft. Gute Aktion des Torwarts. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Versucht die Gasse zu finden. Versucht den Pass da durch die Gasse. Das hätte ganz weit ins Auge gehen können. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Ribéry sucht seinen Mitspieler. Der Ball kommt zu Ribéry. Verteidigt. Der war wichtig. München schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon so weit irgendwie verstanden. Also damit wollen Sie die Offensive des Gegners erst gar nicht auskommen lassen. Ganz genau das. Und dafür greifen Sie so früh wie möglich an, damit der Gegner gar nicht erst in einem gefährlichen Bereich vordringen und flanken kann. Ab auf die Flanke. Er hält drauf. Der hat er ganz stark gehalten. Das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Und er ist zu stellen. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. James Rodriguez. Alaba verliert den festen Stand. Ja, gar keine Frage, das war faul. Also Freistoß. Sucht die Lücke. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Bei wem der wohl landet. Sucht die Lücke. Da kommt der Pass in die Gasse. Da ist die Effektor. Und da ist er. Einfach unhaltbar. Ich lege mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Die Führung. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Sucht seinen Mitspieler. Ja, guter Ball. Das ist David Alaba. Der kommt an Lewandowski. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Perfekt platziert. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Wir sind auf dem Mietkurs. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln vorausgeht. Versuch es schief. Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht im Abseits. Vorne.
Alaba. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Versucht die Gasse zu finden. Er hat ihn einfach stehen lassen. Jetzt aber. Ein Tor vorbei. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Ramos Rodriguez. Sucht die Lücke. Den muss er probieren. Der Pass kam genau richtig. Ein ganz langer Pass, trotzdem in den Fuß. Das war keine Abseitsposition, das war die Großchance. Und die lässt er liegen. Physisch enorm präsent. Lewandowski spielt den Ball nach rechts. Er probiert es mal mit dem Heber. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Sucht seinen Mitspieler. Den muss er machen. Jetzt der Abschluss. Gut gehalten vom Torhüter. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. James Rodriguez spielt den Ball nach rechts. Sucht die Lücke. Er könnte zum Tor ziehen. Ja, das sah schon nach Vorspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Gut gehalten. Der Unparteiischen bittet zur Pause. Eine ganz enge Angelegenheit zwischen zwei Mannschaften, die immer wieder die Offensive suchen und zum Abschluss kommen. So darf es weitergehen in der zweiten Halbzeit. 2-1, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Durchgang 2 ist schon im Gange. Versucht den Pass da durch die Gasse. Der Ball kommt ins Zentrum. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Was für eine Granate, wie er den reinballert. Das hat er einfach grandios gemacht. Ein absolutes Weltklasse-Tor. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe befassen. Das ändert natürlich hier den kompletten Spielrhythmus. Dieses Tor ändert die Ausgangslage grundlegend und vor allem schlägt sich das jetzt natürlich auch auf die Psyche der Akteure nieder. Perfekt antizipiert. Riesenmöglichkeit. Ja, schön gehalten. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Stark angesetzt zum Kopfball. Zurück. Gute Defensivarbeit. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Sucht seinen Mitspieler. Schießt ihn aufs Tor. Ja, der war wichtig. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Kopfball. Gute Aktion des Torwarts. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Sucht die Lücke. Gut rausgespielt. Abgezogen. Haben Sie einen Treffer geschnuppert? Ein ganz klein wenig verzogen. Wirklich Pech gehabt. Muss man schon abpfeifen.
Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Versucht den Pass da durch die Gasse. Macht er den? Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Sie haben den Ball erobert, Sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. In was für einer Situation kannst du einem jungen Spieler seinen ersten Einsatz geben? In genau dieser Situation. Es ist nicht mehr lange zu spielen. Und der Sieg ist schon eingefahren. Damit ist die Führung auf 3 Tore angewachsen. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Was logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen als bis zur Mitte des Spielfelds. Und die Hereingabe. Jerome Boateng kann die Situation klären. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit der Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Soeben haben sie die Situation noch bereinigt. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht in Unterzahl, aber hier war es definitiv die Antwort. Da ist die Chance. Viel zu weit am Tor vorbei. Das war der letztmögliche Wechsel. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Und der kommt durch. Versucht die Gasse zu finden. Überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. München. Mit der ganz dicken Gelegenheit. Das ist die Möglichkeit, noch eine draufzusetzen. Souverän verwandelt. Der Torhüter liegt in der einen Ecke, der Ball in der anderen, der Elfmeter ist drin. Und sehr viel besser hätte er sich bei seinem Trainer für die Einwechslung nicht bedanken können. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Das ist hier langsam ein Spiel zwischen Männern und Jungen. Das muss Freistoß geben. Da ist der Schuss. Konnte er nicht so richtig verarbeiten. Respekt, dass er da noch zum Abschluss kommt, obwohl er vom Gegner sozusagen doppelt bedrängt wird. Ja, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen.
langer Anschlag vom Keeper. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Hansi? Der Trainer hat den Sieg gefordert. Die Mannschaft kann jetzt vermelden, Auftrag ausgeführt. Dankeschön, Marco.
wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zum hoffentlich großen Spektakel hier aus diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich eine Menge vorgenommen. Zu den Aufstellungen kann ich Ihnen bis jetzt noch nichts. Der Schuss. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Embolo sucht die Lücke. Und bitte, er wollte ihn. Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit, zumindest in dieser Szene, nicht. Embolo. Ventaleb. Schalke 04. Lieb auswärts, zuletzt 5. Das könnte was werden. Sucht seinen Mitspieler. Der kommt in ganz gefährliche Region. Schöpf mit einer ganz souveränen Aktion. So jagt man heute den Ball. Caligiuri. Embolo. Ventaleb spielt den Ball nach rechts. Er findet Caligiuri. Versucht den Pass da durch die Gasse. Ari. Schöpf. Jetzt ist Übersicht gefragt. Versucht die Gasse zu finden. Unglaublich viele Freiheiten da. Und er versucht's. Sucht die Lücke. Caligiuri. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Versucht da durchzustecken. Sucht seine Mitspieler. Auf dem Torkonto beider Mannschaften herrscht noch immer gähnende Leere. Durchstecken. Versucht die Gasse jetzt aber. Bei wem der wohl landet? Caligiuri. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Kannst du das hier nicht verteidigen? Ganz sauber das Bein reingestellt. Caligiuri hat heute nicht gerade viele Freiräume. Sie lassen ihm wenig Zeit, sie lassen ihm wenig Raum, weil sie wissen, wenn er das hat, dann kann er eine Menge damit anstellen. Schöpf. Waren lange im Ballbesitz. Allerdings war die Sache nicht besonders zielführend. Versucht den Pass da durch die Gasse. Der Ball kommt durch. Er versucht's. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Der Ball läuft gut. Können Sie was draus machen? Schlauer. Spielt den Ball nach rechts.
Ball im Seitenhaus, Einwurf. Daniel Caligiuri. Wieder Einwurf für sie. Versucht die Gasse zu finden. Wir warten gespannt auf den Spieler, der die Partie hier zurückbringt. Versucht da durchzustecken. Wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Und der kommt durch. Embolo. Gefährlich. Vorbei. Wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Die Frühphase war vielversprechend, aber sie waren nicht effektiv. Wenn sie so weiterspielen, dann dürfen sie durchaus optimistisch in die zweite Halbzeit gehen. 0, warten wir mal ab, was uns in den zweiten 45 Minuten so erwartet. Schalke 04 hat wirklich einen richtigen Taktikfuchs als Trainer, der für den jüngsten Erfolg absolut hauptverantwortlich ist. Alles, was er sich überlegt hat, alles, was er seinen Spielern mit auf den Rasen gegeben hat, ist aufgegangen. Dieser Erfolg geht zweifellos auch auf ihn. Arin versucht den Pass da durch die Gasse. Alles klar, Einwurf. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Rüber, nach rechts. Damit ist die Gefahr fürs erste geballt. Bentaleb. Arit. Es geht über die rechte Seite. Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem Pass in die Schnittstelle irgendwie mal ab und durch, Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Sie haben den Ball erobert, sie haben Blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Die einen kommen hellwach aus der Kabine, die anderen ein wenig verschlafen. Die Konsequenz? Riesenmöglichkeit. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen.
Tor. Arik sucht seinen Mitspieler. Caligiuri hat unglaublich viel Platz da draußen. Was macht er damit? Versucht die Gasse zu finden. Jetzt könnte was gehen. Sucht die Lücke. Er kommt durch. Und weg ist er. Jetzt der Abschluss. Muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Da ist die Chance. Einfach mal rausgedroschen. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. So ungestüm in den Zweikampf gegangen. Bono. Den muss er machen. Caligiuri macht das Spiel gut breit. Sucht die Lücke. Ja, der war draußen, so mit Einwurf. Stark angesetzt zum Kopfball. Nee, nicht ganz. In die Tür bekommen. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Die stehen da hinten so bockstark. Die linke Seite. Embolo. Er streckt sich und kommt an die Kugel ran. Hartes Tackling, aber alles regulär. Raus auf die linke Bahn. Entscheidung, Einwurf. Schalke 04 mit einem weiteren Wechsel gleich. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Ab auf die linke Seite. Und Schipka versucht da durchzustecken. Und er ist in der Luft. Das Ding haben sie liegen lassen. Das eine ist positiv. Sie erarbeiten sich die Möglichkeit. Da gibt es aber auch was Negatives. Sie machen die Bälle nicht rein. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Versucht die Gasse zu finden. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Burgstaller versucht es mit dem langen Schlag. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Sucht seine Mitspieler. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Schalke 04 muss in den 16er kommen und zwar schnell. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Aber astrein vom Ball getrennt.
Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Und ab. Ausgezeichnete Reflexe, das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torschance aus. Es wird hoch zum Kopfball. Er flankt zurück in Richtung Tor. Er sitzt. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Richtig erkannt, das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen, ich glaube, so nennt man das. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung mit wunderschönen... Ist der Schlusspfiff. Eine tolle Vorstellung, ein toller Sieg der Mannschaft heute. Darauf lässt sich aufbauen. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden sein mit dieser Partie, sondern auch wegen dem, was die Mannschaft in der Defensive heute abgeliefert hat. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank. Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben, na dann mal ab die wilde Fahrt. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, sehr gut.
kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Deine subjektive Einschätzung an Sie. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Mein Tipp, Mario Gomez. Na klar taucht er immer mal wieder ab. Vielleicht haben wir es erlebt, dass er genau im richtigen Moment dann auch wieder auftaucht. Ja, da gibt es wohl keine zwei Meinungen. Ist körperlich einfach unterlegen. Sucht seinen Mitspieler. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Langer Abschlag vom Keeper. Jetzt ist Übersicht gefragt. Sucht die Lücke, an dem der wohl landet. Gute Ballzirkulation, was wohl als nächstes kommt. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Einfach mal rausgedroschen. Und da ist der Pass und der Fieder. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Versucht die Gasse zu finden. Und er ist zu stellen. Mario Gomez hat im Vorfeld der Transferperiode die Sportseite fast aller Zeitungen gefüllt. Was ist von den Gerüchten zu halten? Das könnte was werden! Stuttgart schickt seine Außenverteidiger jetzt weit nach vorn, sowohl beim Angriff als auch in der Defensive zum Zustellen der Flügel. Okay, habe ich schon soweit irgendwie verstanden. Also dann vor. Er bringt ihn. Ah, Aluminium. Der Pass ideal getimt. Das ist hart an der Grenze zum perfekten Anspiel. Der herrliche Lupfer, aber der suboptimale Abschluss. Kommt die heran, er steht in der Luft. Gut gehalten vom Torhüter. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Ein langer Lauf Richtung Tor. Versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. So jagt man heute den Ball. Und Abschluss! Gutes Dribbling, wenn auch ohne Erfolg. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Sucht seine Mitspieler. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Spielt ihn gut raus. Gegen eine Wand.
versucht den Pass da durch die Gasse. Versucht da durch und die Möglichkeit. Chance auf Chance, doch das Tor fehlt. Das ist eine schlimme Form von Chancenwucher und Sie kennen die alte Fußballphase. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Bislang sehr wenig passiert. 0-0 Logo. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollte genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Anfang bilden. Ballbesitzstatistik hin oder her. Sowas frustriert den Trainer und die Fans. Versucht die Chance. Einfach mal weggedroschen. Will ihn da durchstecken. Er flankt. Der Befreiungsschlag. Mario Gomez. Mario Gomez sucht die Lücke. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das ist ein Foul. Er muss sitzen. Den Ball weit rausgehauen. Jetzt ist was möglich. Er hat ihn einfach stehen lassen. Der Verteidiger steht in Not für die Chance. Stuttgart. Froh sein, dass er den noch bekommen hat. Sucht seinen Mitspieler. Und er ist zu schnell. Damit ist die Gefahr fürs Erste gewandt. Ja, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vor? Das nächste Mal müssen die aufs Tor aus dieser Distanz.
schöner Pass. Rüber nach rechts. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit. Abschlag vom Keeper. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Versucht den Pass da durch die Gasse. Versucht die Gasse zu finden. Und gleich wieder zurück. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und jetzt geht er natürlich die Chance nutzen. Langer Pass. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf jetzt aber. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Bin gespannt, was sie daraus machen. Ab in Richtung Tor. Ja, schön gehalten. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Ab auf die linke Seite. Sucht die Lücke. Hat er sich dazu gezogen? Ja, ganz offensichtlich hat er Schmerz. Er ist normalerweise keiner, der einfach so simuliert. Ja, er steht wieder, also scheint es nichts Ernstes zu sein. Clever gespielt. Stark angesetzt zum Kopfball. Wie weit daneben. Schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Keine Tore, keine Sieger, kein aufregendes Fußballspiel. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben?